Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Ja, hallo zusammen. Zurück zum New Mobility Planet. Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und ich, Björn Bender von der SBB, unterhalten uns heute über die gesellschaftliche Relevanz von MaaS, Mobility as a Service. Ich glaube, die Diskussion rund um MaaS, die beschäftigt uns schon einige Jahre und die wurde natürlich nochmal zugespitzt über das Jahr 2020 und unsere Covid-19-Erfahrungen. Andreas, wie hast du dieses Jahr verbracht und was sind eigentlich so deine Beobachtungen, welche Relevanz das Thema MaaS für uns auch gesellschaftlich über die Mobilität hinaus haben kann? Also 2020, Björn, hat er gezeigt, wie anfällig Verkehrsträger sein können, wenn plötzlich irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, in diesem Fall eine Pandemie. Wir haben die Wanderungsbewegungen erlebt vom ÖV zum Privatfahrzeug. Nächstes Jahr etwas anderes passieren und es geht wieder in die umgekehrte Richtung. Das wissen wir alles nicht, was da auf uns zukommt. Ich glaube, das Learning daraus ist, wir können nie auf einen Verkehrsträger setzen. Das hat auch schon damit zu tun, dass jeder Verkehrsträger seine spezifischen Vor- und Nachteile hat, die systemimmanent sind. Und die müssen wir versuchen zu überwinden mit MaaS, nämlich das sinnvolle Aneinanderketten von Verkehrsträgern, und zwar dort eingesetzt, wo sie in besonderer Weise wirksam sind, wo sie ihre Vorteile ausspielen können. Jetzt sprechen wir, sagen wir mal, wenn wir über Mobility as a Service sprechen, seit Jahren. Und das ist so ein bisschen das, was mich eigentlich an der Diskussion oftmals stört, über digitale oder über rein digitale Lösungen. Ja, wir vergessen, glaube ich, sehr oft, dass da ein doch sehr physisches Angebot dranhängt, gerade wenn wir über die Kombination unterschiedlicher Verkehrsträger sprechen. Und wir sprechen sehr, sehr stark natürlich aus der städtischen, aus der urbanen Perspektive. Wo gibt es so für dich Unterschiede zwischen MaaS urban und MaaS ländlich? Weil wir sprechen doch von komplett unterschiedlichen Themen. Ja, also zunächst zum ersten Teil deiner Frage. Ich glaube, MaaS steht und fällt mit der Fähigkeit, diese verschiedenen Verkehrsträger nahtlos aneinander zu ketten. Wenn ich irgendwo Brüche erlebe oder Brüche erwarte, dann habe ich Sorge und nutze möglicherweise diese MaaS-Angebote nicht. Also von daher glaube ich auch, Digitalisierung ist eine Sache, aber die physische Bereitstellung von diesen Fahrzeugen oder von diesen Verkehrsträgern muss funktionieren. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass MaaS typischerweise immer im städtischen Umfeld gedacht wird. Ja, da haben wir natürlich genug Nachfrage, wir haben auch genug Verkehrsmittel, stehen im flachen Land mit der sehr weit verteilten Bevölkerung, da gibt es dann Schwierigkeiten. Ich glaube, dort müssen wir mehr in Richtung On-Demand-Lösungen denken, dass man im Prinzip nicht überall das E-Fahrrad zur Verfügung hat, dass auch nicht der Bus permanent kommt, nicht jede Schiene führt in jedes kleine Ort. Nein, ich kann mir vorstellen, da gibt es ja auch Anwendungen dazu, dass man vielleicht so On-Demand-Lösungen hat mit Bussen, mit anderen Verkehrsträgern, mit dem Ziel, schon vor Ort zu sein, möglichst schnell vor Ort zu sein, aber wir müssen das Ganze natürlich auch immer unter Kosten-Nutzen-Aspekten sehen. Und ich kenne Beispiele aus den USA, zum Beispiel aus Detroit, wo man also durch On-Demand-Lösungen auf dem Land draußen die Bevölkerung sehr gut in die Stadt anbinden konnte und das eigentlich zum Wohle aller herausgekommen ist. Die Bevölkerung hat Zugang zur Mobilität. Andererseits konnte man eben auch Verkehrsprobleme reduzieren, Emissionen reduzieren und die Vorteile von MaaS nutzen. Und wenn man so ein bisschen aus Kundensicht jetzt heute denkt, dann wissen wir, man 3/4 eigentlich der Kunden hätten gerne oder wünschen sich ein durchgängiges Ticket für die komplette Reise. Ja, auch wenn man umsteigen muss, auch wenn man Verkehrsmittel wechseln muss, etc. Ist das MaaS so aus deiner Perspektive oder gehört jetzt zu dem On-Demand-Angebot, was du eben beschrieben hast und vielleicht einem zweiten Verkehrsträger dann doch noch ein bisschen mehr dazu als ein durchgängiges Ticket? Also durchgängiges Tickets ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich kann es hier aus St. Gallen berichten. Wir haben E-Roller seit einiger Zeit im Einsatz und die sind außerhalb dieses Nahverkehrstarifsystems. Ja, das heißt, jetzt komme ich am Bahnhof an, ich habe einen Swisspass, jetzt müsste ich eigentlich nochmal separat bezahlen für diesen E-Roller, obwohl ich eigentlich eine Reise absolviere, die letztlich nur noch 2 Kilometer E-Roller umfasst. Also von daher
muss das integriert werden? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Hürde, wenn wir das nicht hinbekommen. Und vom Grundsatz her sollte es ja auch kein Problem sein, diese letzte Meile in diese Tarifsysteme zu integrieren. Aber darüber hinaus, glaube ich, müssen wir auf einer anderen Ebene arbeiten. Wir haben ja die Tradition, dass gerade was das Auto anbelangt, dass wir das Verkehrsmittel besitzen. Und Maas heißt ja in gewisser Weise loszulassen, ja? Mobility as a Service. Und das scheint mir ein harter Kampf zu sein, weil, das muss man fairerweise anerkennen, die Automobilindustrie hat einen sensationellen Job gemacht in den letzten 50 Jahren, uns zu sagen, wie wichtig es ist, ein solches Fahrzeug zu besitzen, weil es eben mehr liefert als nur Mobilität, Sozialprestige, Anerkennung und alles, was damit zusammenhängt. Und das muss man ein Stück weit zurückdrehen, zu sagen, hey, hier geht es um Mobilität, um effiziente Mobilität und das ist das, was Maas liefern soll. Jetzt sind wir in sehr herausfordernden Zeiten, ja, auch für die Mobilität, für die gesamte Branche, ne, und wir erleben vielleicht so ein bisschen an ganz unterschiedlichen Stellen jetzt Zurückhaltung, ne? Du hast eben die Straße und die Automobilisten angesprochen, die sich vielleicht stärker wieder auf das Kerngeschäft fokussieren. Es gibt sicherlich auch an vielen anderen Stellen der Fokus auf, wir machen unser Geschäft gut. Hast du ein bisschen Sorge, dass dieser Ansatz, was Maas ja schon ist, diese Verknüpfung der vielen Angebote, dass der so ein bisschen nach hinten rückt jetzt durch die aktuelle Situation? Oder sagst du, hey, eigentlich ist Covid-19 und das, was wir jetzt auch gelernt haben, eigentlich eine Chance, dem ein bisschen Beschleunigung zu geben? Ja, leider ist es umgekehrt, Björn. Man sieht, dass die einzelnen Verkehrsträger sich sozusagen wieder zurückziehen. Ist ja bei der SBB auch nicht anders. Man sagt, lasst uns das Kerngeschäft wieder gut machen, lasst uns das hinbekommen vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben. Und alles andere ist sozusagen on top und kommt dann mal wieder, wenn wir wieder Muße haben, wenn wir wieder Geld haben, wenn wir wieder Ressourcen haben. So ist es. Es ist nicht nur in der Schweiz, sondern es ist überall auf der Welt so. Aber vielleicht könnte man es auch umgekehrt sehen, sagen, wir haben jetzt eine Krise, lass uns die Krise als Chance sehen, weil die Krise hat einen Vorteil, dass die Bereitschaft der Menschen relativ hoch ist, Verhaltensänderungen vorzunehmen. Das in der Krise viel besser durchzusetzen als unter normalen krisenfreien Zeiten. Und ich würde mir jetzt eigentlich von der Politik hier mehr Impulse wünschen und zu sagen, ja, wir haben eine Krise, es ist vieles wird hinterfragt, vieles wird kritisch diskutiert, aber lasst uns das als Chance nutzen und jetzt zu sagen, jetzt machen wir den nächsten großen Sprung. Aber ich glaube, es bräuchte hier den großen politischen Impuls. Das kann das Einzelunternehmen nicht leisten, weil es wird natürlich vor dem Hintergrund des Erfolges am Ende einer bestimmten Periode gemessen. Und von daher verstehe ich natürlich auch diesen Rückzug wieder aufs Kerngeschäft. Genau. Ich glaube, wir müssen, um das kurz zusammenzufassen, ja, glaube ich, die gesellschaftliche Bedeutung, Relevanz von Maas sehen. Wir müssen diese auch transferieren jetzt durch die Krise, ja, in eine hoffentlich auch ja wieder chancenorientiertere Zeit. Wir müssen in der Krise und auch darüber hinaus, glaube ich, alle Mobilitätsunternehmen unser Kerngeschäft im Griff haben. Das steht, glaube ich, über allem. Ja, und dürfen aber auf der anderen Seite die Ambitionen, glaube ich, die wir auch ja vor Covid-19 schon hatten, aufgrund von ganz, ganz unterschiedlichen Einflüssen nicht verlieren, ja, weil die wirkliche Relevanz, die geht von Maas deutlich über die Mobilität hinaus, weil die betrifft so ein Stück weit ja unser gesellschaftliches, auch unser privates Leben am Ende. Andreas, danke für den Austausch und bis bald. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.